Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und heute schauen wir uns den Park von Bastian an. Und zwar heißt der Jurassic Park mit GER am Anfang. Ich denke mal, das steht für Germany, weil wir auf der deutschen Karte spielen. Wir haben hier wirklich einen sehr interessanten Eingangsbereich mit mega vielen Felsen und direkt ein Klo hier eingebaut. Sorry, wenn es ab und zu leckt. Der Park ist wirklich riesig und er hat mega viele Objekte verbaut. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Performance hier nicht ganz so gut sein wird. Die Toilette am Eingang ist immer nice. Ich finde das aber echt cool mit den Felsen. Vor allem, dass du die auch so hoch aufgeschichtet hast. Das war bestimmt viel Arbeit. Und du hast halt auch die Farben so gut kombiniert miteinander. Hast ja auch schön mit zwei Wegfarben gearbeitet. Links und rechts Wasser. Und auch schön Laternen hier platziert. Oh, so sieht das übrigens aus mit den Felsen. Sieht schon cool aus, ne? Dann die Bäume da oben im Hintergrund. Aber wir wollen jetzt weiter. Es gibt über 100 Dinosaurier in dem Park. Das sagt, glaube ich, schon einiges über die Größe aus. Deswegen muss ich mich echt ein bisschen beeilen. Und hier beginnen dann die ersten Läden. Der sieht doch farblich schon mal sehr cool aus, auch mit seitlichem Eingang. Und da führt auch noch ein Weg lang. Der geht wahrscheinlich hinter dem Laden entlang. Und im Hintergrund hast du so coole Redwood Trees. Finde ich auch nice. Ist halt hier wieder so ein riesiger Besucherplatz. Hast du dir echt Mühe gegeben mit den Wegen? Ist echt sehr, sehr sauber hier geworden. Kaum Ecken und Kanten drin. Ein Schienbein haben wir auch gleich vor uns. Oh ja, hier kommen echt viele Gebäude noch für Besucher. Hotels, Aussichtsplattformen. Das erste Gehege sehe ich da hinten schon. Da bin ich echt gespannt, wie das gleich von oben aussieht. Sieht jetzt schon crazy aus. Okay, hier sind die Wege dann ein bisschen verunglückt. Bisschen schräg und ein paar Kanten drin. Aber das passiert dann leider manchmal, weil man es von oben halt nicht mehr sieht. Aber aus Besucherperspektive sieht man immer fast alles. Wir gehen mal hier in den Turm hier rein. Ich bin mal gespannt, wie das dann aussieht. Das mit den Felsen sieht ja mega krass aus. Ist so richtig gut aufgeschichtet. Ich finde es auch cool mit den verschiedenen Farben. Sieht super nice aus. Die Einschienbahnstrecke ist ein bisschen kreuz und quer so von den Höhen. Aber das ist teilweise dann auch nicht anders machbar. Da sind die ersten Dinosaurier. Man hört sie gar nicht schreien. Liegt wahrscheinlich daran, dass das Glas hier vor ist. Das ist cool, ne? Du hast halt wirklich die komplette Rückwand mit Felsen abgesteckt. Hier hat man dann auch nochmal zwei Hotels, wo man direkt vom Pool auch nochmal darunter schauen kann. Sieht schon echt krass aus. Gerade diese Felswand ist wirklich richtig cool. Oh, dahinter kommt noch mehr mit so Felsen. Also ich glaube, da sieht man schon ganz gut, warum das Spiel ab und zu so ein paar Lags hat. Bei so vielen Objekten. Wir gehen jetzt aber weiter. Links ist auch nochmal ein fetter Zaun. Ich weiß gar nicht, ob da was hinter ist. Da vorne scheint, glaube ich, so eine Besuchergalerie zu sein. Ich nehme mal schnell das Fernglas aus. Irgendwas ist da, oder? Nee, ist sogar eine Tour, glaube ich. Oh ja, da geht die erste Tour los. Ja, die Wege hier sind teilweise ein bisschen krumm und schief geworden, leider. Natürlich aus Besuchersicht immer nicht ganz so schön. Gehen wir nochmal in den Turm hier rein, würde ich sagen. Und dann haben wir hier auch die nächsten Dinosaurier. Stegos dürfen es sein. Mit fetten Felsen im Hintergrund. Oh, da ist sogar ein Zaun eingebaut in die Felsen, damit die da nicht ausbüchsen. Aber ich glaube, durch die Felsen können die eh nicht durchgehen. Ich glaube, das hätte auch so ausgereicht. Das hier ist jetzt der nächste Turm. Da sieht man rechts auch noch die Stegos. Und links ein weiteres Gehege. Kann ich aber leider gerade keine Saurier erkennen. Die scheinen sich zu verstecken. Ach doch, da hinten. Ein Baryonyx. Und noch weiter links haben wir auch noch einen Turm mit dieser Ansicht. Jetzt aber auf den ersten Blick da auch keine Saurier. Scheint sich auch schön zu verstecken. Aber wir fahren da eh gleich noch durch. Kriegen wir das dann eh alles bestimmt noch zu Gesicht. Hoffe ich.
Schauen jetzt aber erstmal nochmal von oben. Schau ich mal diese Felsen an. Wie viele das sind. Das ist echt krass, oder? Wie lange du da wohl dran gesessen hast, Bastian. Echt beeindruckend. Er hat übrigens auch in die E-Mail geschrieben, dass es später weniger Felsen werden, weil er einfach Angst hatte, dass das Spiel zu sehr laggt. Ich meine, ich merke es jetzt schon an den FPS, muss ich sagen. Also war, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ist aber echt schade, dass man halt solche Felswände da nicht wirklich durchziehen kann, weil es einfach zu viele Objekte sind. Weil rein optisch gefällt mir das echt gut. Gut, die Strecke ist jetzt wirklich ein bisschen sehr kreuz und quer. Kann man dann auch nochmal sitzen. So schön mit den Deko-Elementen gearbeitet. Und dann haben wir hier nochmal den Eingangsbereich. Da sehen die Felsen auch echt interessant aus. Mega coole Idee. Aber ich glaube, wenn man so einen Park baut, muss man wirklich einen kleineren Park bauen. Dann ist es auch machbar mit den Felsen. Weil du hast jetzt wirklich die komplette Map ausgefüllt und hast über 100 Dinosaurier hier untergebracht. Das ist halt echt krass. Und genau deshalb düsen wir jetzt direkt los mit der Tour. Weil die sollen auch sehr, sehr lang sein. Du meintest auch, ich soll selber fahren in der E-Mail. Oh, da sehen wir jetzt Dinos. Ist irgendwas Großes. Ich kann leider gerade nicht ranzoomen. Ich glaube, ein Rexy oder so. Unsere Tiere neigen dazu, bei heftigen Stürmen oder Tornados unruhig zu werden, was für ein Gewissen von der Extinction sein kann. Bin echt mal gespannt, wie lange das jetzt dauern wird, diese Tour. Ich werde die bestimmt ein bisschen zusammenschneiden für euch. Aber man sieht schon, ne? Hier fehlen dann echt wieder viele Felsen, hier rechts und so. Der hätte bestimmt auch gerne noch Felsen hingemacht. Ist halt echt ein bisschen schade, dass es nicht ging. Ah, jetzt sind wir bei den Baryonyxen. Da vorne sind sie im Wasser. Zwei Stück scheinen es nur zu sein. Ah ne, da hinten kommt noch ein dritter. Sind auch direkt hier am Parkrand. Also das ist wirklich den kompletten Platz der Karte ausgenutzt. Ich zeige euch nachher das Ausmaß auch noch von oben. Das ist richtig krass. Jetzt kommen wir ins nächste Gehege. Schauen, was uns da erwartet. Ich hoffe, ich verfahre mich nicht. Ah, ein Allosaurus. Mein Lieblingsfleischfresser. Das hier ist, glaube ich, die große Fleischfressertour. Ich glaube, hier sind nur Fleischfresser. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mich verfahren werde auf dieser Tour. Die Strecke war gerade schon irgendwie ein bisschen unübersichtlich. Aber wenn das so ist, dann ist das so. Was haben wir denn hier? Steh mal auf. Das ist der Megalosaurus oder dieser mit Kuh? Den kann ich bis heute nicht aussprechen. Ich glaube, das ist dieser mit Kuh. Oh, greif uns bitte nicht an. Hat aber einen sehr coolen Skin. Ich finde es übrigens ein bisschen doof, dass hier immer dieser weiße Streifen am Parkrand angezeigt wird, wenn man in der Natur ist. Hätte ich irgendwie ruhig mal ausblenden können. Ein bisschen die Atmosphäre leider kaputt. Boah. Oh Gott. Ist das steil hier. Oh, ich bin aufgedockt. Oh mein Gott. Wir hängen im Fleischfressergehege fest. Oh. Okay, wir sind wieder frei. Gott sei Dank. Jetzt auch noch ein bisschen überglätten müssen. Das ist ein bisschen sehr krass. Eine Steigung. Da hinten war sogar noch ein zweiter. Aber wir düsen weiter. Schön durch die Büsche. Ab ins nächste Gehege. Oh, hier haben wir den Carcharodontosaurus. Der hat auch so einen coolen Schrei. Ich glaube, der schreit jetzt gerade. Ich fahre mal schnell ran. Den finde ich so krass. Mit meinem Lieblingsschrei im Spiel von den Fleischfressern. Ins nächste Gehege. Ich weiß gar nicht, ob die hier wirklich alle Fleischfresser untergebracht hat, die es im Spiel gibt. Aber bei über 100 Dinosauriern im Park könnte ich mir das vorstellen.
Die haben aber echt viel Platz, die Dinosaurier. Ich sehe die teilweise gar nicht, weil die so versteckt sind. Ach, da vorne. Die ersten kleinen Fleischfresser. Das Velociraptoren? Ja. Oh, der hat gar keinen Bock auf mich. Fahren wir lieber schnell weiter. Oh, das ist auch ein schönes Bild hier. Denn die sitzt hier so am Rand. Und dahinter läuft sein Kumpel. Den mag ich auch richtig gerne in Jurassic World Evolution 2, den Cerator. Er mag nur mich nicht. Hier, was ist da hinten? Glaube ich, ein Giganotosaurus. Werden wir gleich noch vom Näher sehen, glaube ich. Holen wir schnell die Kollegen. Und ja, das ist ein Giga. Der hat aber echt ein großes Gehege, wenn er hier alleine lebt. Ich kann mir vorstellen, dass hier noch irgendwo ein zweiter ist. Der sich aber vielleicht gerade im Wald da oder sowas versteckt. Und hier im nächsten Gehege wird schon ein Kollege gerade belästigt. Von einem Acrocanto. Ich fahre hier gerade auch wirklich sehr, sehr schnell durch. Muss ich sagen. Aber die Gehege sind halt auch alle relativ flach. Und kaum Felsen und sowas wurden verbaut. Also du hast hier, glaube ich, echt versucht, eine richtig lange Tour zu machen mit vielen Dinosauriern. Ich persönlich bin ja immer eher so der Fan von klein, aber fein. Also lieber ein bisschen weniger machen und dafür mehr Details. Aber das ist halt jedem selbst überlassen, ne? Ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn es so groß ist, dann kann man sich nicht so die Zeit nehmen, aufs Detail einzugehen. Wenn man dann halt viel zu lange brauchen würde. Hier haben wir Rexies. Zwei Stück. Oh, ein riesiges Gehege. Ich frage mich echt, wie du das hinbekommst, dass die Gehege noch so groß sind. Voll beeindruckend. Oh, ich glaube, das ist ein Spinosaurus. Schläft gerade. Der ist auch so cool mit seinem Riesensegel. Soll ich ihn wecken? Ich bin's. Hallo. Aufstehen. Die Gäste brauchen ein... Oh. Oh. Aua. Das wollte ich eigentlich nicht. Dabei schreit jetzt einmal. Wenn ich jetzt einer von denen da hinten wäre, hätte ich richtig Angst. Weil der die gerade richtig böse angeguckt. Will diesen mal lieber weiter. Ich glaube, das ist sogar das Ende der Tour. Boah, das war krass. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie es von oben aussieht. Ich hoffe echt, dass ich mich da nicht verfahren habe. Hier ging es vorhin los. Da ist die Station. Dann sind wir, glaube ich, irgendwo hier rechts lang gefahren. Und dann da hinten. Und das ist halt ein riesiger Platz. Also es kann wirklich gut sein, dass ich in manchen Gehegen nicht drin war. Aber ich glaube, man sieht schon von oben auch, dass es alles relativ identisch aussieht. Weil du schon mit den Bäumen so ein bisschen Abwechslung da reingebracht hast. Aber es ist halt alles relativ ebenerdig. Also ein paar Berge sind da auch. Da hinten zum Beispiel. Aber da sind auch Pflanzenfresser noch da hinten. Wie pixelig die Bäume sind, weil ich ranzoome. Ich glaube, da kommen wir noch hin. Also ich glaube, das war nur hier vorne der Bereich mit den Fleischfressern. Gibt nämlich, glaube ich, noch eine Pflanzenfressertour. Wir düsen jetzt mal hier die Einschienbahn weiter. Ich glaube, das ist der einzige Weg, der weiterführt. Jetzt seht ihr nochmal, wie die Strecke aussieht. Ist halt sehr geschlängelt, sehr viele Höhenunterschiede. Die fährt immer so schnell, das ist echt doof. Würde echt gern mit der fahren, aber dann kann man halt nichts sehen. Hätten die auch noch irgendwie ändern sollen, dass man da zumindest Stops einbauen kann. Kommt hoffentlich wieder mit Mods. Aber das hatten wir ja alles gesehen.
Hier unten dürfte das Baryonyx-Gehege sein. Und jetzt kommen wir gleich in einen Bereich, wo wir, glaube ich, nicht waren. Obwohl doch, hier rechts in dem Gehege waren wir auch. Daran erinnere ich mich. Ich weiß nicht mehr, welcher Dino das war. Ach, der Allosaurus, stimmt. Den hatten wir gesehen. Waren wir hier? Doch, hier waren wir auch. Ich glaube, wir haben uns halt wirklich gar nicht so doll verfahren. Ich hoffe es. Ansonsten schreib es gerne in die Kommentare, Bastian. Wir kommen jetzt aber hier vorne an. Und dann geht es in diesem Bereich weiter. Wieder mit einer Toilette direkt. Und einem sehr unebenen Weg. Oha. Was ist denn hier passiert? Ist dir bestimmt im Nachhinein passiert. Oh, bestimmt, als du das Wasser hier platziert hast. Das ist natürlich sehr unglücklich. Hat man dann wahrscheinlich von oben nicht mehr gesehen. Das passiert ganz schnell, dass man diese Unebenheiten von oben halt nicht mehr sieht. Aber hier sind dann auch wieder einige Besucherläden. Ich sprint jetzt mal hier entlang. Und auch wieder ein riesiger Plaza. Schauen wir uns am besten auch gleich von oben an. Warum schreien die Besucher? Die Angst. Oh, das ist eine Gyros-Fernfahrt schon, da hinten. Schnell das Fernglas auswählen. Da. Wir gehen erstmal da in diese Richtung. Ich möchte da vorne in diesen Turm reingehen. Und da haben wir dann eine wundervolle Aussicht. Auch schön mit dem Meer im Hintergrund. Diese Map ist aber auch echt toll. Da hinten sehen wir schon Paras. Da ist ein Anki. Ich glaube, das hier ist nämlich die große Pflanzenfressertour. Ich würde fast sagen, wir schauen das direkt von oben. Da kann man nämlich diese Riesenplätze mal viel besser sehen. Das hast du wieder echt cool gemacht mit den Wegfarben. Auch gut mit den Deko-Elementen. Hast du auch viele Sitzplätze eingebaut, Hotels. Auch schon wieder cool, wenn man hier dann eincheckt in das Hotel, ne? Hör ich mal diese Aussicht an. Ist nicht ein Traum. Nach links kann man dann auch noch schauen. Oh, sieht das cool aus. Oh mein Gott. Da freue ich mich schon drauf, auf den Bereich. Richtig nice aus mit den Lagunen und den Aviarien. Und dann das Meer im Hintergrund. Halt voll nice, wenn man dann hier sitzt und dann diesen Ausblick hat. Hast du auch wieder cool gemacht mit den Felsen. Aber leider sind dann halt hier diese paar Missgeschicke passiert mit den Wegen. Hast du bestimmt von oben gar nicht mehr gesehen dann im Nachhinein. Kann ich mir vorstellen, weil von oben fällt es halt kaum auf. Wenn man nicht voll drauf achtet. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mit der Gyros-Fernfahrt. Wo war die denn? Da. Boah, der Weg hier ist direkt mega steil. Komme ich schon mal gar nicht drauf klar. Ich bin ja sowieso nicht so gut unterwegs mit der Gyros-Fähre. Diese Aussicht da unten. Ich freue mich echt schon mega auf den Bereich da gleich. So cool aus. Ich mach mal die Außenperspektive. Dann seht ihr ein bisschen besser. Ja, hier schon Dinos. Parasaurolophus und Dryos sind's, glaube ich, oder sowas. Ach nee, Homalocephale sind's. Klein süßen. Oh. Die sind ja auch so niedlich. Kommt voll auf uns zu. Richtig schön. Scheint gar keine Angst zu haben vor der Gyrosphäre. Ah, und Dryas sind auch hier. Ich habe mich also doch nicht verhört. Ich erkenne die sogar schon an ihren Sounds. Was? Oh, wie cool die hier alle langlaufen. Halt so ein riesiges Mischgehege. Ich finde das auch mega cool, dass hier rechts kein Zaun ist, sondern einfach diese Aussicht aufs Meer. Ich werde halt safe nicht alle Dinos zu Gesicht bekommen. Die können sich hier so gut verstecken bei den ganzen Bäumen. Aber das ist auch ein riesiges Pflanzenfressergehege. Ceratopse. Oh. Wieder irgendwas gehört.
noch mehr Triceratopse. Hier schläft auch was. Oh, da kommen die ersten Sauropoden. Cool. Es geht voll da unten lang. Ich fahre aber oben lang, wo die Dinos sind. Legt sich gerade hin. Das ist ein Apato. Voll abgedriftet, weil ich da nicht langfahren konnte wegen dem Dino. Aber auch gerade wieder ein schönes Bild, wie er da hockt. Mit dem Meer im Hintergrund. Okay, ich glaube, wir müssen echt hier am Rand entlang fahren. Da muss man echt aufpassen, wenn man da runterrollt. Geht, glaube ich, nicht gut aus. Aber da oben sehe ich schon den nächsten Sauropoden. Brachios. Direkt am Rand hier, was machen die da? Oha. Er fällt da gleich runter. Möchten wir aber nicht, dass das passiert. Ich glaube, da wird sich wirklich jeden Knochen brechen. Sieht allgemein schon nicht so gesund aus, was er da macht. Ein bisschen aus wie so eine Bergziege. Hier ist auch ein Brachio direkt am Rand. Oh, ist auch ein Brachio. Wie süß. Und da sind auch Sinoceratopse. Hat sich der Abstecher ja gelohnt. Auch tolle Pflanzenfresser. Also ich glaube, wir fahren jetzt hier nochmal zurück. Und dann kommen wir irgendwann da hinten rechts noch lang. Aber ich glaube, ich kürze hier mal ab. Weil ich glaube, wir fahren fast das gleiche Stück zurück, was wir hingefahren sind. Können wir gleich nochmal von oben schauen, wenn wir nochmal ein paar mehr Dinosaurierarten entdecken wollen. Diplodocus, Brachyrhinosaurus. Ja, hier sind auch nochmal zwei Strecken. Boah, ich bin ja jetzt komplett verwirrt. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich doch hier hinten lang muss. Hier so. Boah, das war knapp. Geht ja auch nochmal schnell lang. Ich glaube, hier am Rand ist der richtige Rückweg. Oh, hier gibt es auch noch so einen kleinen... Ja, was könnte das sein? Ist das ein Kentro? Oder Hyango ist es, glaube ich, ne? Ich glaube, es ist ein Hyango. Den hatten wir auch noch nicht gesehen. Wie winzig der auch geworden ist hier im zweiten Teil. Im ersten war der einfach groß wie ein Stego. Jetzt ist er kleiner als eine Gyrosphäre. Ich würde jetzt hier ein bisschen noch darauf achten müssen, dass die Strecke nicht an der einen oder anderen Stelle so mega schräg ist, weil hier kann man zum Beispiel selber gar nicht langfahren. Würde man immer runterrollen. Da muss man immer so ein bisschen gegenlenken. Und das ist mir auch ein bisschen zu viel kreuz und quer, glaube ich. Also ich glaube, es ist besser, wenn man wirklich an jeder Stelle nur einmal bzw. maximal zweimal vorbeikommt. Aus verschiedenen Blickwinkeln. Das ist hier schon echt hart verwirrend. Da, wenn man die Tour nicht selber fahren würde, sondern einfach teilnehmen würde, würde man hier locker irgendwie 45 Minuten oder so fahren. Weil schon ein bisschen sehr krass. Aber die Idee dahinter ist echt cool, so ein riesiges Pflanzenfressergehege zu haben. Aber die Tour hätte ruhig ein bisschen kürzer sein können. Boah, ist das nochmal schön hier. Nochmal ein Anki. Parasaurolophus, der die Strecke blockiert. So muss es sein.
nochmal ein Homalocephale und wieder hier ein Huggel. Hättest einfach am Ende noch einmal alles überglätten sollen, dann hättest du diese Huggel, glaube ich, nicht gehabt. Die sind, glaube ich, auch beim Wasserplatzieren entstanden. Aber wir haben es geschafft. Das war die Tour. Und jetzt seht ihr nochmal das Gehege von oben. Das ist halt wirklich riesig. Jetzt da gar nicht ganz lang fliegen. Ich glaube, ich zoome nur einmal ran. Ja, krass, ne? Hier sind wir vorhin lang gefahren. Schön an der Klippe. Und da unten kommt dann nochmal ein super interessanter Bereich. Da freue ich mich mit am meisten drauf, muss ich sagen. Weil der sieht richtig, richtig cool aus. Ich glaube, hier werde ich auch gar nicht in Besucherperspektive gehen. Weil das halt so riesen Plätze sind und so mega lange Laufwege. Sieht halt von oben viel beeindruckender aus. Die Mühe, die du dir gemacht hast, du hast wirklich alles abgesteckt mit Wegen. Die Lagune richtig cool platziert. Oh Gott. Und der Mosasaurus ist einfach rausgeglitscht. Na, das passiert manchmal. Ich würde ihn auch mal so sehen. Ich glaube, der wird kein Hai für uns fressen. Ich finde das immer mega cool, wenn man dann hier in so eine Galerie geht zum Beispiel, dann hier sitzt, dann im Hintergrund noch das Meer hat. Wir können ja auch einmal runterfahren noch. Vielleicht sehen wir da ja auch noch was. Ich habe immer noch die Mods installiert. Denn immer sehe ich dies. Dann hast du wahrscheinlich hier einen Moser drin gehabt und die ich dies. Gehe ich mal von aus. Der Moser ist rausgeglitscht. Er hätte dann da vorne am Haifieder gefressen. Ich finde das auch krass, wie du hier die Lücken mit Felsen wieder cool ausgefüllt hast. Hier vorne auch. Hast du sogar richtig schön übergeglättet, die Höhenunterschiede. Eine Toilette platziert. Und sogar hier am Rand immer so Felsen gemacht. Finde ich auch optisch echt cool. Man könnte sogar von hier unten aus Besucherperspektive den Hai sehen. Mit etwas Glück dann auch den Moser, der den sich darunter holt. Auch überall Felsen gemacht. Das sieht auch cool aus mit den Bäumen hier oben, mit den Redwood Trees. Hier ist das Innovationszentrum. Das sieht wirklich richtig krass aus. Ich finde auch die Form, die du gemacht hast bei den Lagunen, richtig cool. Trotz, dass es hier noch so ein Weg zwischen geht. Hier sind auch so Höhenunterschiede bei den Lagunen. Das ist ja nice. Hat man dann bestimmt auch nochmal einen schönen Ausblick auf das Meer. Oh ja. Das ist cool. Dann checken wir mal in das Hotel da ein. Oh, da stehen sogar Leute oben. Mir nie aufgefallen. Er genießt hier gerade sogar den Ausblick. Natürlich auch ein Traum, ne? Wenn man dann hier ist. Da unten kann man die Lagune sehen, die Aviarien. Auf der rechten Seite das Meer. Hier besser geht's halt gar nicht. Dann kann man sich da unten auch noch hinsetzen und was essen. Hier beobachten die Leute dann auch die anderen Meeresbewohner. Oh, das ist, glaube ich, hier dieser Attenborosaurus. So, das Hotel unten links finde ich richtig cool platziert. Echt mega perfekt von der Aussicht. Das sieht auch cool aus mit der Form von der ganzen Lagune. Und nochmal so einen riesigen Besucherbereich. Glaube ich auch nochmal ein Kino oder sowas. Ein Bowling Center. Nochmal Sitzmöglichkeiten. Und ein paar Besucherläden. Und dann geht es auch nochmal hier in Aviarien rein. Auch ein Flugsaurier rumglitscht. Das hier ist jetzt die Ansicht aus dem ersten Aviarium. Das sieht sehr cool aus von innen. Schön viele Felsen verwendet. Aber ich habe das Gefühl, die Flugsaurier glitschen alle ein bisschen rum, leider. Scheinen alle irgendwie sehr verbuggt zu sein. Das ist ja schade. Aber jetzt könnt ihr es nochmal von innen ein bisschen besser sehen. Und am Rand hast du mal Felsen gemacht.
kann mir sogar vorstellen, dass sie deswegen vielleicht verwirrt sind. Weil die auf den Felsen hier landen wollten, aber das nicht geht, weil es zu nah am Rand ist oder so. Die wurden da ja mit Mods platziert. Und die scheinen alle irgendwie so ein bisschen stuck zu sein in der Luft. Ganz seltsam. Aber die Idee ist eigentlich ganz cool, dass du hier so am Rand überall Felsen gemacht hast von dem Aviarium. Da kommt gleich auch noch ein zweites, was auch wieder erhöht ist. Und wieder ein Hotel hier vorne. Oha. Natürlich auch wieder cool, ne? Direkt zwischen den beiden Aviarien. Mit mehr Ausblick. Du hast hier sogar noch ein paar Aussichtsmöglichkeiten gemacht für das Meer. Finde ich auch immer schön, wenn man dann nochmal hier so einen Turm hat, wo man dann die Aussicht genießen kann. Gehen jetzt aber auch nochmal in das zweite Aviarium rein. Das ist sogar hier echt voll erhöht. Oha, ich kann einfach von hier unten reinfliegen. Also wenn die Dinos klug wären, oder die Flugsaurier eher gesagt, dann könnten sie hier die Lücke nutzen und ausbüchsen. Ich wusste gar nicht, dass es geht, dass man sowas machen kann. Du hast ja auch die ganzen Wände abgesteckt, ne? Echt Wahnsinn. Aber wir gehen jetzt hier hoch und dann hier einfach mal in die Ansicht. Sieht auch sehr cool aus. Schöne Höhenunterschiede, viele Felsen. Scheint Pteranodons drin zu sein. Ja, finde ich optisch auch richtig schön. Auch da, wenn man rausguckt, dass da das Meer ist. Das ist schon genial. Aber ich glaube, wir haben jetzt alles gesehen. War wirklich ein riesiger Park. Ich würde jetzt sagen, wir zoomen nochmal raus und schauen mal von oben. Das hier war der untere Bereich. Dann hier oben alles bebaut. Alles Gehege. Aber dann könnt ihr euch ja vorstellen, warum ich mich so ein bisschen beeilt habe die ganze Zeit, weil das echt mega viel war. Ich hoffe, das laggt in der Aufnahme nicht so doll. Stellt euch mal vor, ihr hättet überall diese Felsen weitergemacht. So krass. Hätte cool ausgesehen, aber dann wäre, glaube ich, gar nichts mehr gegangen. Das war schon eine gute Entscheidung, dass du dann hier auf viele Felsen verzichtet hast, in diesem Bereich. Und ja, Leute, das war der Jurassic Park von Bastian. Vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Du hast echt eine Menge Mühe gemacht und es hat echt Spaß gemacht, deinen Park zu besichtigen. Falls ihr auch mal einen Park haben solltet, den ihr mir einschicken wollt, dann findet ihr dazu alle Infos in der Videobeschreibung. Falls euch das Video gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.